Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einer weiteren detaillierten Tutorial-Reihe. Das hier ist ein Einführungsvideo, in dem ich einen kurzen Überblick darüber geben möchte, was euch hier erwartet und was nicht. In dieser detaillierten Tutorial-Reihe dreht sich alles um die FlyJASM Boeing 727. Das bedeutet, dass wir uns das Flugzeug einmal im Detail anschauen und ich erkläre, wo sich welche Systeme befinden, was sie tun und wie sie funktionieren. Im Laufe dieser Videos werden wir dann einen Flug unternehmen und in diesem Rahmen alles dafür Notwendige der Reihe nach und detailliert durchgehen. Das beinhaltet unter anderem die Flugvorbereitung mit Hochfahren des Flugzeugs, Beschreibungen und Erklärungen zur korrekten Bedienung der Systeme und natürlich Tipps und Tricks, die die Bedienung und das Fliegen mit der 727 im X-Plane leichter machen. Kurz gesagt, erfahrt ihr in dieser Tutorial-Reihe all das, was ihr wissen müsst, um den Flieger auch in Zukunft alleine und sicher und dann am besten natürlich noch mit Spaß von A nach B zu bekommen. Ich bitte so wie immer darum, etwas zu beachten. Da ich kein realer Pilot bin, kein Rating für diesen Flugzeugtypen besitze und demzufolge auch nicht bekannt mit den realen Systemen bin, kann ich euch nicht die korrekte Vorgehensweise erklären, nach der man die A350 in der Realität fliegen muss. In diesen Videos geht es daher ausschließlich darum, wie ihr sie im Simulator fliegen könnt. Die hier gezeigten Vorgänge sind zwar an der Realität angelehnt, bilden sie aber ausdrücklich nicht ab. Solltet ihr also ein Tutorial suchen, das sich 1:1 an der Realität orientiert, das nur reale Checklisten verwendet und das nach realen Vorgaben agiert, dann seid ihr mit diesen Videos definitiv an der falschen Adresse. Hier geht es lediglich darum, wie ihr den Flieger möglichst unkompliziert, möglichst einfach und möglichst sicher von A nach B bekommt und dabei das dafür notwendige Wissen erlangt, damit ihr am Ende in der Lage seid, die Fliegerei auch alleine zu meistern. Vielen Dank fürs Zuhören und Verstehen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Der Plan besteht darin, zuerst, wie in den anderen detaillierten Tutorials auch, alle Anordnungen und Systeme durchzugehen, die in diesem Flugzeug existieren. Wir starten mit den verschiedenen Panels und schauen uns an, wie sie aufgebaut sind. Das ist wichtig, weil es später beim Bedienen sogenannte Flows, also Abläufe gibt, nach denen man sie abarbeiten sollte, damit man nichts vergisst und alles korrekt einstellen kann. Aber dafür ist es natürlich vorteilhaft, wenn man genau weiß, wie die Panels heißen, wie sie aufgebaut sind und was sich dort befindet. Und genau deswegen werden wir uns diese Punkte anschauen und es wird zu jedem Panel ein eigenes Video geben. Im Hintergrund seht ihr eine Unterteilung des Cockpits. In verschiedenen Farben werden gleich alle wichtigen Panels markiert sein. Einen Unterschied zu modernen Airlinern kann man direkt erkennen. Hinter den Piloten existiert noch ein Panel, und zwar das größte von allen in diesem Cockpit. Es handelt sich dabei um das sogenannte Flight Engineer Panel. In diesem Flugzeug besteht die Cockpit-Crew nämlich noch aus drei Leuten, dem Captain, dem FO, dem First Officer und dem Flugingenieur. Zuerst haben wir da also genau dieses Flight Engineer Panel, auf dem man beispielsweise die Treibstoffsysteme oder auch die Klimaanlagen finden kann. Das Overhead Panel, das über den Piloten angeordnet ist und auf dem man zum Beispiel die Lichtschalter findet, gibt es natürlich auch, genau wie das sogenannte Glare Shield, das man hier direkt unter der Windschutzscheibe erkennen kann. Dieses Glare Shield ist aber deutlich anders aufgebaut, als man es zum Beispiel von modernen Airlinern erwarten würde. Hauptbestandteile sind hier lediglich die Hebel für die Notabschaltung und Löschung der Triebwerke im Falle eines Brandes. Das Center Instrument Panel, das zum Beispiel im A350 fast nur noch aus Bildschirmen und ganz wenigen anderen Bedienelementen besteht, ist in diesem alten Flieger ein vollständiger Uhrenladen. Diese Bezeichnung kommt daher, dass eigentlich so ziemlich jedes Instrument auf diesem Panel ein Rundinstrument mit Zeigern ist, das einer Uhr ziemlich ähnlich sieht. Und als letztes gibt es dann noch den Bereich zwischen den Sitzen, den nennt man Center Pedestal. Ich bezeichne ihn aber ganz gerne auch einfach nur als Mittelkonsole. Auch dieser Part des Cockpits ist anders, als man das heute wahrscheinlich gewohnt ist. Zwar kann man dort genauso wie heute die Funkgeräte finden, aber anders als heute ist dort ebenfalls der Autopilot angesiedelt. Diese fünf wichtigen Panels werden wir uns in Einzelvideos genauer anschauen. Eine Ausnahme wird allerdings das Glare Shield bilden, das ist nämlich so klein, dass ich es in das Video zum Center Instrument Panel mit einbaue. Und dann gibt es ja noch das hier, die Konfigurationsmenüs.
Mit diesen kann und muss man das Flugzeug konfigurieren, das heißt Ground Equipment andocken, die Wartung durchführen, den Flieger beladen und Teile der Takeoff-Performance berechnen. Auch diese Vorgänge werden wir uns in einem einzelnen, aber kürzeren Video anschauen. Dieses Tutorial hat aber noch eine Besonderheit, und zwar die Navigationsart. Wir haben einerseits die Möglichkeit, VOR to VOR zu navigieren, aber das wird hier kein Thema sein. Die anderen beiden Navigationsarten sind da schon wesentlich interessanter. Das Standard-FMC, das wird die eine sein, und das INS, das wird die andere sein. Damit sollte dann jeder auf seine Kosten kommen, auch diejenigen, die das INS, genauso wie ich zum Beispiel, vielleicht nicht unbedingt mögen oder es einfach nicht benutzen möchten. Die nächsten Videos werden also folgende sein. Zuerst die Konfigurationsmenüs und dann die Panels von hinten und oben nach unten. Zuerst also das Flight Engineer Panel, dann das Overhead Panel, gefolgt von Glare Shield und Center Instrument Panel und als letztes die Mittelkonsole. Und wenn das fertig ist, dann geht's ans Eingemachte, das Hochfahren der Flugzeugsysteme. Damit kennt ihr jetzt den Plan und die Struktur, auf der ich diese Videoreihe hier aufbaue. Falls ihr für dieses Tutorial noch Wünsche oder Dinge haben solltet, die ich unbedingt mit reinnehmen soll, dann bitte ich darum, mir die unter dieses Video oder auf dem Discord zu schreiben. Vielen Dank für eure Ideen. Genau wie beim Tutorial für den Flight Factor A350, so werde ich auch hier ein wenig mit der Erstellung der nächsten Videos warten, damit ich gegebenenfalls Wünsche oder Anregungen, die ihr unter das Video schreibt, mit aufnehmen kann. Und damit war's das auch schon wieder für dieses Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns jetzt im nächsten Livestream oder im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen. Macht's gut.